Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Minecraft. Wir sind hier in einem Garten voller schönen Weizen und Bambus. Und ja, jetzt übernimmt der echte Moderator dieses Let's Plays. Herzlich willkommen, Mark. 1, 2, 3, 4 LP, aber das ist nicht so wichtig. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, jetzt bin ich einfach mal irgendwo hingelaufen, damit ich ein bisschen nachdenken kann, was ich jetzt machen will. So, als allererstes, wir haben unser verbessertes Schwert noch immer. Das ist doch toll. So. Na gut, dann tun wir ein bisschen Harvesten hier. Oder genau, was ich noch machen wollte, eigentlich. Irgendwann in irgendeiner früheren Folge wollte ich das eigentlich schon machen, aber da habe ich dann wieder vergessen. Ja, kann man mal was vergessen. Ja. Bei mir ist es schon gefährlich, wie oft ich was vergesse. So. Na gut. So, was ich hier machen wollte, ist das hier. Damit die Sachen nicht... Au. So. Damit die Sachen hier rauf fliegen, wenn ich abbaue. Damit ich nicht bis ganz nach runter schwimmen muss oder tauchen. Damit ich die Sachen dann bekomme. Das ist zu weit oben eigentlich. Ja, das ist zu weit oben. So. Einmal hier nach unten. Mal hier. 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 Wir gehen uns die Erde aus. Wir müssen nochmal kurz auftauchen. Hoffentlich klappt's. Ja. Und hier. Und hier. Und hier. So, den Rest machen wir dann von oben. Entschuldigung. So. Jetzt geht's aber. Gut, hier haben wir noch nicht. Einmal, zweimal, dreimal. Ups. Ja, fünfmal, sechsmal, siebenmal. Jetzt gehen wir da von oben weg. So. Hätten wir das. Das. Wohl offensichtlich. So. Na gut. Dann werden wir noch weggeströmt. Da dringt uns die Strömung noch weg, wollte ich eigentlich sagen. Da ist das Inventar. Schon wieder total verplant. Haben wir ein Zuckerrohr. So, an der Musik hat sich nichts geändert, noch immer der Standard von mir. So, zu bauen. Hier ist schon zu. Müssen wir nach oben. Und das richtig anbauen. So. Okay, kommen wir so auch an. Einfach nur schleichen mit Shift und dann klappt's. So, jetzt haben wir unten überall zu. Jetzt können wir das fertige Weizen mal ausrupfen. Das war glaube ich noch nicht fertig. Oh, da waren zwei von denen noch nicht fertig. Na gut, ah, hier sehen wir es schön. Das ist noch nicht fertig, das ist schon fertig. Wollen wir das hier ab? So. Oder umgekehrt? Nein, die sind größer. Ah, genau. So. Bis ich das begriffen habe, sorry, das war, das ist nicht so ein wichtiges Geräusch gewesen, ja, da hatte ich schon ein paar Folgen damit zu kämpfen, dass ich verstehe, warum das nicht funktioniert mit dem Weizen. So, er ist auch sehr, etwas schwer auseinander zu erkennen, was denn jetzt nun fertig ist und was nicht. So, da können wir gleich von da aus, das ist das eine da hinten, das hier und das hier, so, denn hier ist noch was reingefallen. Da muss man ganz genau aufpassen, wo man da reinsteigt. Das ist dann auch, nicht so gut, dass man da immer so total genau schauen muss. So, ich hoffe, jetzt kommen noch keine Monster. Oh, doch. So, wir wurden eines Besseren belehrt. Aber vorher, bevor wir da rausgehen. So. Hier ist nicht so wichtig, das mache ich erst später. Jetzt nur, dass erstmal was wächst wieder. Hier. Hier, hier. Hier und hier. So. Haben wir das. Und geht zurück. Zurück in den Kampf. So.
Und ein Creeper. So. Auch schnell erledigt. Was haben wir noch? Eine Spinne. Mal jeden Typ von Gegner. Soll nicht so weit hinrennen. Als nächstes noch ein Zombie und dann noch ein Enderman, wenn es geht. Dann haben wir alles einmal durch. So, auch mit einem Schlag wieder. Ja, schon gehört. So. Sehen wir mal hier nach oben. Ist aber nichts, sondern gehen wir in unseren Wald oder hier wieder vorne. Gibt's wieder Monster. Ja, ja. So. Der Rückstoß gefällt mir irgendwie. Hinter mir auch einer? Nein. Au. Lass mich auch nicht genau treffen, der Blödmann. So. Das war's komisch. Ich bin da sonst nicht angegriffen. Na egal. Ist doch gut. So, Level 11. Ah, so, da war noch ein MP. Irgendwo. So, ach ja, es ist der nächste Tag und ich nehme wieder auf. Das bedeutet, kein Monat zwischen vergangen. Okay. Okay, das sollten wir auch nicht machen. So weit fliegt er dann auch nicht weg. Oh Mann, jetzt können wir bald wieder Löcher zumachen. So, ein Skelett wieder mal, das uns auch wieder mal trifft. Eine Spinne. So. Ist doch lustig, so weit wegzustoßen, oder? So. Okay. Wie gesagt, nicht so nicht die ganze Zeit durchgehend auf ihn zugehen. Denn so stark ist der Rückstoß dann auch wieder nicht. Aber dann wieder 13 bis einmal. So. So. Ja, alles her. Oh, 3 und 6 auf einmal. Ist doch großzügig. So, hatten wir hier alles von den Zombies. Ja, Löcher zu bauen ist bald wieder angesagt. Wie wir sehen können. So, drei verschiedene Creeper. Ist doch schön. So. Das ist ein neuer Zombie, das. Wenn wir 1.1 Update dazu kommen. Wir wollen natürlich hier keine IP übersehen. Dann gehen wir natürlich gleich wieder zurück, wenn was nicht stimmt. So! So.
So, das ist doch darunter gefallen. Sollte ich eigentlich verhindern, was ist jetzt? Hake. Ich mag das Schwert. Ganz ehrlich. So. Danke. Es zischt immer irgendwie in meiner Nähe, obwohl der Creeper, obwohl ich den Creeper gerade weggestoßen habe. Ein paar Meter weit weg. Weg. Nochmal weg. So. Gesicht. Hi. Gegen mein Schwert hast du keine Chance. So. Creeper läuft schon wieder planlos umher. Ah, ich mag die Musik. So. Kommt auch auf meinen MP3-Player. So, dass ich die überall hören kann. Obwohl wir sie im Let's Play jetzt schon ziemlich oft gehört haben. Meine Playlist mal ein bisschen updaten. Mit neuen Hits von Rihanna. Und so weiter natürlich. Verschiedene Möglichkeiten. So. Au. So. Na dann. War es das auch schon mit der Nacht? Kommen wir sicher nicht mehr rechtzeitig nach. So, jetzt war es mit der Nacht. Oh, fertig, fertig, fertig. Nicht fertig, aber jetzt war es trotzdem zerstört. Unabsichtlich natürlich. So, noch was? War nicht fertig, alles klar. Ah. Sieht so fertig aus. Hatte ich glaube schon einmal erwähnt. So. Hallo Creeper. Was hängst du da unten in meinem Loch ab? Das war Absicht. So. Dass es so knapp wird. Gut, gut, gut. Ah ja, genau. Was das letztes Mal für eine Errungenschaft bekommen habe, das war diese hier. Mit 8 Herzenschaden mit einem einzigen Schlag verursachen. Ja, eben wegen unserem coolen Schwert hier. Das schon ein Viertel beschädigt ist, fast ungefähr. Ja, fast ungefähr. Garten müssen wir auch noch umgestalten, darum werde ich jetzt, glaube ich, nichts mehr anbauen. Okay, hier haben wir noch das restliche Eisen. Weizen. ja. So, okay, Zuckerrohr haben wir sowieso nirgends mehr. Wo, was? Ah, das war's schon wieder. Das waren 8. Na gut, dann lassen wir es dabei erstmal. So, hier kommt das Ganze rein. Weil, also das, was wir von den Monstern bekommen, kommt hier rein. Und die Erde natürlich wieder. So. Haben wir noch irgendwas zu tun eigentlich? So hausmäßig. Hm. Ich frage mich, ob man die Fackeln vielleicht weggeben könnte. Weil jetzt haben wir extra den... Ah, hier könnte es ein bisschen dunkel werden. Jetzt habe ich extra den Glowstone dahin gebaut. Ah. Könnte zu dunkel sein. Lassen wir uns überraschen. So. Gut, was könnten wir die restliche Zeit noch machen? Was könnten wir noch machen?
Ich sollte dann wieder ein Sessions aufnehmen. Denn, ja, sonst warte ich da nur noch drauf, bis der Button aus ist. Und mache nichts mehr, aber was wir noch machen können. Ist was zu essen? Was können wir noch machen? So, damit wir uns ein bisschen heilen wieder. Der, die können wir gleich auch gleich mitnehmen. Und uns jetzt noch um die Löcher kümmern. Einmal könnten wir auch dann mitnehmen und uns hier um kümmern. Hier hatten wir das Eisen. Nein. Hier war es nicht. Hier war einfach nur das riesige Loch. Das hier sichtlicherweise nicht hingehört. So und so, da unten natürlich auch noch. Obwohl es nicht unbedingt nötig ist. So. Und dann werden wir versuchen, die Creeper-Explosion zu unterlassen. Denn das soll ja nicht fester Bestandteil des Let's Plays werden, dass wir in jeder Folge Löcher zubauen. Okay, das ist jetzt nur so ein kleiner Zusatz. So. Können wir gleich unsere Diamantschaufel ausprobieren. Funktioniert einwandfrei, wer hätte es gedacht? So. Irgendwie so. So, wenn das dann nachgewachsen ist, sieht das dann eh besser aus. Ah, jetzt fürs erste Mal lassen wir es einmal so. So, das Loch wollen wir auch zubauen, aber da holen wir jetzt vorher noch das Eisen. Darum habe ich es jetzt noch offen lassen. So, haben wir ein bisschen Eisen. Ein Cobblestone, den stecken wir halt einmal hier rein. So. Bauen wir jetzt hier hoch. Denn das sieht ja nicht schön aus hier mit dem ganzen Wasser. Das Wasser, das so komisch hier runterfließt. So, haben wir hier noch genug, wenigstens für das Loch. Hier werden wir natürlich immer weggespült. So. 13, nee. Aber wir können ja wieder so ein... das könnten wir hier noch weiterführen. Dass das eben hier gerade so nach vorne geht und wir geben hier noch die Erde rein. So, dann haben wir hier ein größeres offenes Feld, was ja auch nicht gerade hässlich aussieht. So. Wo wir die restlichen Löcher hatten, das sehen wir uns dann beim nächsten Mal an. Jetzt ist es aber Zeit aufzuhören. Jo, also dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder, hoffe ich. Ich glaube, es war nicht so spannend für euch hier in diesem Part, aber das ist immer so ein Gefühl, das ich habe. Ihr könnt mir ruhig widersprechen, auch wenn es nicht so ist. Aber okay, naja, auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Minecraft, mit Mark, dem... auf jeden Fall mit Mark und wir sehen uns dann wieder. Ich nehme erstmal Erde mit, damit wir dann bald die Löcher zu machen können. Beim nächsten Mal vielleicht. Und das Eisenerz werden wir jetzt noch hier rein tun. Genau, haben wir hier noch überall irgendwo was drinnen? Nein. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Minecraft. Euer Mark. Tschüss.